Willkommen zur Formel 2 Weltmeisterschaft 2020 und zu einer neuen Saison mit neuen Fahrern, die darauf brennen, in der Welt des Motorsports ihre Spuren zu hinterlassen. Hier muss man sich keine Gedanken um das F&E-Wettrüsten der Teams machen, denn alle fahren das gleiche Auto. Wer wird wohl das nötige Können haben, um die Konkurrenz zu überflügeln und Anwärter auf den Formel 2 Weltmeistertitel zu werden? Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Und damit herzlich willkommen zurück zur F2 2020 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wow, 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 was für ein Auftakt, direkt mal aufs Podium gefahren. Für den Sieg hat es nicht gereicht, da war Drugovic einfach eine eigene Hausnummer. Der startet jetzt aber im heutigen Sprintrennen hinter uns und da gucken wir mal, ob wir den hinter uns halten können. Denn das auch nochmal die Information für dich, falls du dich mit den Formel 2 Regeln nicht so auskennst oder falls du dich auskennst, aber vielleicht es vergessen hast. Ich erwähne es auf jeden Fall nochmal. Es gibt immer ein Hauptrennen, was ein bisschen länger ist, mit einem Pflichtboxenstopp. Das gab es eben ja, zum Let's Play Auftakt hier zu diesem Projekt. Und dann gibt es aber nochmal ein etwas kürzeres Sprintrennen. Da gibt es keinen Pflichtboxenstopp. Da fährt man quasi ja ohne Boxenstopp durch. Man kann aber natürlich einen machen. Man muss jedenfalls nicht. Und das Besondere ist, die Startaufstellung für das Sprintrennen wird durch das Endergebnis des Hauptrennens bestimmt. Außer die ersten 8. Die werden umgedreht. Gewinnt man also das Rennen, dann startet man von Position 8. Und das trifft eben jetzt auf Drugovic zu. Wir sind Zweiter geworden, deswegen starten wir von P7. Ja, das ist das ganz Besondere und deswegen gehe ich davon aus, dass wir heute in dieser etwas kürzeren Ausgabe, weil das Sprintrennen ist natürlich auch ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr Action erleben werden. Denn die blieb ein bisschen aus. Ich hoffe trotzdem, dass der Saisonauftakt euch gefallen hat und dass es trotzdem sehr gut unterhalten hat. Ich meine, die Formel 2 Boliden, die klingen schon recht geil hier im Spiel, wie so ein Hornissenschwarm. So, der Vorschlag ist, wir machen eine Null-Stop-Strategie. Wir fahren auf den harten durch. Ja, ich denke mal, auf den Mediums durchfahren macht auch nicht wirklich Sinn. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir können eh nicht groß viel umstellen. Das ist das Besondere an der Formel 2. Es gibt keine Benzinmischung. Man kann keine Benzinmenge ändern. Es kommt nur auf dich, das Fahrzeug. Und vielleicht noch ein bisschen auf das Setup und natürlich die Strategie an. Aber in dem Fall, ja, gibt es groß nichts zu überlegen. Wir gehen rein in die Einführungsrunde. Hallo? Ich kann nicht starten. Okay, Moment. Okay, ich habe ein Problem. I have a technical issue. Okay, einen Moment. Der hat mir... Das ist natürlich jetzt bitter. Der hat mir... Moment, wie komme ich hier rüber? Das ist natürlich jetzt ein Fail-Start. Ich bitte das zu entschuldigen. Der hat mir das Steuerungsprofil umgestellt. Steuerung? Deswegen konnte ich auch nicht starten. Er ist aber eigentlich ausgewählt. Jetzt gut. Ich aktiviere mal ganz kurz das hier. Und dann aktiviere ich ganz kurz das hier. Und dann hoffe ich mal, dass das wieder da ist. Das war jetzt natürlich ein bisschen fair. Wir kontrollieren das ganz kurz mal. Okay, wunderbar. Puh. Ich habe jetzt gerade echt schon einen Schock bekommen. Was ist hier los? Alles klar, herzlich willkommen zurück. So, ich bin jetzt wahrscheinlich hier auf der falschen Position, aber ist egal, wir bleiben jetzt einfach mal hier. Und ich sehe gerade, dass alle auf Mediums starten. Habe ich hier jetzt was verrafft? Oder ist es ein Fehler vom Spiel? Also, bitte lass es beides irgendwie nicht sein.
weder ein Fehler vom Spiel, dass sie irgendwie auf den falschen Reifen starten, noch dass ich auf den falschen Reifen starte. Okay, wir finden es raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch mit den Mediums durchfahren kann. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das finde ich jetzt schon gerade ein bisschen verwirrend. Also mit dem Boxenstopp. Also sagen wir mal ganz ehrlich, wenn die mit Mediums fahren und dann in die Box gehen, dann ja, wäre das die übelste Fail-Strategie von denen. Bleiben sie auf den Mediums und fahren durch, dann wäre das interessant, wie langsam sie werden gegen Ende. Und wie langsam ich am Anfang bin. Wir lassen uns mal drauf ankommen. Wenn das Rennen jetzt echt irgendwie so ganz komisch wird, dann ja, kann ich zwar nur darum bitten zu entschuldigen, aber das ist ja dann ein Fehler vom Spiel. Was ja schade wäre. Dann hoffe ich mal, dass das nur hier auf der Strecke so ist, weil sonst müssten wir das Let's Play erstmal unterbrechen, bis ein Hotfix kommt. Ja, das Update kam ja, wenn du die Folge siehst, vor 2 Tagen erst raus, also vielleicht. Und ich nehme das jetzt an dem Tag auf, an dem das Update kam. Also vielleicht ist es, ja, ein Problem jagt das nächste. Egal, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Wir blicken jetzt erstmal nach vorne und vielleicht wird sich alles am Ende aufzeigen. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen, ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung. Ja, zum Sprintrennen in Bahrain. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Ja, wir sind tatsächlich der Einzige auf Harden. Das ist krass. Schlag hinten reinbekommen. Ich dachte, ich habe ihm genug Platz gelassen, aber er hat wohl selber, wurde wahrscheinlich angeschoben oder so. Aber guter Start sonst von uns. Jetzt ist da halt unser Teamkollege direkt. Uah. Okay. Und meine Reifen sind noch nicht auf Temperatur. So richtig. Ja, die Harten brauchen natürlich ein bisschen länger. Ja, mal schauen, wie sich das Rennen jetzt entwickelt. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Aber was für ein Start. Erst gehen meine Tasten nicht oder das Profil wurde irgendwie zurückgesetzt. Dann starte ich hier als Einziger auf den Harden. Interessant. Interessant. Wir schauen mal. Boah, ich hoffe jetzt, dass ich halt dann ab den nächsten Runden ein bisschen wieder besser pushen kann. Cool wäre natürlich, wenn ich jetzt irgendwie schaffe, an Schwarzmann dran zu bleiben, an unserem Teamkollegen. Der ja Dritter geworden ist, das sollte man nicht unterschlagen. Unser Team, das Bremer Team, führt ja auch direkt schon mal die Konstrukteursmeisterschaft dadurch an. Direkt wieder Callum Eilert, der erstmal Drukovic hinter sich lassen hat. Aktuell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich so viel langsamer bin als die auf ihren Mediums.
wollte ich gerade sagen. Und verbremst mich postwendend. Hier komme ich wieder ran. Also ich hoffe jetzt wirklich, zwecks der Unterhaltung, dass die wirklich versuchen, auf ihren Mediums durchzufahren. Weil wenn die alle in die Box gehen, dann ist es halt einfach nur eine dämliche Strategie. Hinter uns gleich mit der schnellsten Rennrunde. Der meinte, wir werden jetzt natürlich richtig Druck machen. So, jetzt haben wir aber auch mal DRS. Versuchen jetzt erstmal hier dran zu bleiben an der Gruppe. So, wie gesagt, im Sprintrennen gibt es keinen Pflichtboxenstopp. Seien die Entwickler haben irgendwie was verrammt. Ich mache mir gerade voll die Sorgen, ey, dass jetzt hier übelst der Spielbug am Start ist. Was ich super schade fände, ey, weil das kann ihnen doch nicht passieren. Gott. Ja, hier raus hatte ich schon beim Hauptrennen so ein bisschen Probleme. Das ist natürlich mit den etwas weniger Grip. Darf es sich abreißen lassen. Warte mal, ich kann ja mal. Status Teamkollege. We're trailing our teammate by 0.5 seconds. They're on old mediums. They're in sixth. The time last lap was a 1 minute 43.4. Alte Mediums, das sagt er doch nicht nach drei Runden. Oh je, oh je. Na, schauen wir mal. Man hat ja noch ein begrenztes Kontingent, also sie können ja nicht mal auf frischen Mediums gestartet sein, deswegen denke ich mal, also keine Ahnung. Oder die haben eine andere Reifenaufteilung für das Wochenende gewählt, das kann man ja auch machen hier. Aber, ja, keine Ahnung. I don't know. Ja, also, will ich drüber zählen, aber die Reifen brechen gerade ein von Schwarzmann da vorne. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Ich meine, wir sind jetzt aktuell nicht so schnell, als dass wir jetzt hier easy peasy vorbeifahren. Und die anderen fahren ja noch weiterhin noch die schnellste Rennrunden. Also von dem her legen wir mal das, warum das so ist, wie es ist, einfach mal ab und konzentrieren uns mal auf unser Rennen. Weil wir sind kein Stück nach vorne gekommen bis jetzt. So langsam sollte ich doch vielleicht einen Vorteil haben.
Ja, im Hauptrennen haben wir es ja geschafft, die schnellste Rennrunde reinzufahren. Okay, haben wir auf jeden Fall gute Chancen, das auch gegen Ende des Rennens wieder zu tun. Doch, die gehen in die Box. Uff, okay. Muss ich nicht verstehen. Oder holen die sich zweimal Medium? Medium, Medium? Nee, geht ja gar nicht, oder? Ist noch ein zweiten Satz Medium? Dass das ihre Strategie ist? Das können wir ja gleich mal gucken. Wenn Schwarzmann reinfährt in die Box und mal fragen wir mal nach, was er für Reifen hat. Weil wenn er harte holt, dann würde ich einfach zwecks der Fairness einfach halt dann auch in die Box fahren und meine schon angeschrubbelten Mediums am Ende aufziehen. Aber ich schaff's auch gerade nicht, irgendwie nach vorne mich zu kämpfen. Also so viel schneller bin ich jetzt auch nicht irgendwie. Ich habe schon das Gefühl, dass ich schneller könnte, aber jetzt so, dass ich mich beisetzen kann, ist es auch gerade irgendwie nicht. Wir sind alle in die Box, okay. Robert is going in for his stop. Okay, Lundgaard ist aber auch auf hart gestartet. Okay, das ist einfach wirklich eine alternative Strategie anscheinend, was die hier machen. We're leading our teammate by 2.2 seconds. Ja, dann... okay. Ja, aber wenn jetzt Luca, dann wäre es ja dumm, oder? Auch... ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind nicht... okay, dann ist es irgendwie vom Spiel halt, dass sie gesagt haben, okay, wir schicken die... eine 2-Stop. I don't know. Status-Teamkollege. Gap to teammate behind is 2.2 seconds. They're on old hards. They're in eighth. Okay, die haben, er hat sich wirklich harte geholt. Ja, okay, aber das ist doch voll dämlich irgendwie. Ich, das ist ein bisschen schade, weil das macht das ja jetzt irgendwie kaputt, oder? Weil das wäre jetzt ja ein geschenkter zweiter Platz irgendwie. Seien wir ehrlich, wenn wir jetzt das Rennen durchfahren, das holen die never ever wieder rein. Ja, Lundgaard geht auch in die Box. Okay, ja, dann gehe ich jetzt auch in die Box. Dann machen wir es fair. Boxenstopp. Right, come in at the end of this lap. Dann machen wir das jetzt fair, dann gehe ich jetzt auch Ende der Runde. Wenn selbst Lundgaard, der jetzt auch auf Harden gestartet ist, nicht durchfährt, dann machen wir das jetzt halt einfach so. Dann holen wir jetzt halt auch unsere abgeschrubbelten Mediums und dann ist es halt fair. Weil hier so ein Geschenk, der zweite Platz will ich jetzt auch nicht. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich da so ein bisschen so, was machen die? Also entweder ist vom Spiel das irgendwie Fehler noch drin, dass das Spiel denkt, man muss Pflichtboxenstopp machen. Oder, keine Ahnung, ich check das auf jeden Fall mal ab. Oder vielleicht habt ihr da auch schon Erfahrungen gemacht, falls ihr auch schon Formel 2 ausgecheckt habt. Ich lasse auf jeden Fall mal ein paar Tage Zeit bis zur nächsten Folge. Vielleicht kommt ja auch ein Hotfix die nächsten Tage raus. Ich kann mir nicht erklären, das ist never ever die richtige Strategie. Also im Sprintrennen, selbst bei 100% Distanz, fährt man eigentlich diesen einen Reifen durch. Man macht hier, wenn es geht, keinen Boxenstopp.
Ja, das Projekt fängt erstmal ein bisschen verhalten an, würde ich jetzt behaupten. Aber keine Sorge, das wird noch geil genug werden. Giotto fährt jetzt durch und gewinnt das Rennen wahrscheinlich dadurch. Er geht nämlich nicht in die Box. Ja, dann ist es halt so. Complete, go now. Ja, die sind aber noch relativ cool. Sind jetzt die Quali-Reifen? Also nicht die aus dem Hauptrennen, sonst wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Stay clear of the white line on the exit. You'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Okay, wir kommen auf 7 wieder raus. Also das hat eigentlich gepasst alles. Jetzt haben wir ja die tick besseren Reifen. Also vielleicht haben wir jetzt doch nochmal die letzten Runden ein bisschen Rennaction. Grübeln ist jetzt auf jeden Fall ad acta gelegt. Wir wollen jetzt ein bisschen nochmal schön hier ein bisschen was auf der Strecke erleben. Und jetzt go, go, go. Reifen sollten ja hier ein bisschen schneller auf Temperatur kommen. Gelbe Flagge, ich darf nicht überholen. Ja, muss aber. Er ist ja super langsam. Dann nochmal ausgeschert ist. Oh, der wusste doch, dass ich da noch bin. Der einfach zuzieht. Das war aber nicht nett von Armstrong. Hätte sogar eine Runde eher rein sollen. Hätte ich ein bisschen mehr den Vorteil der Mediums ausspielen können, aber sei es drum. Giotto gewinnt auch. Der macht eigentlich die absolut richtige Strategie. Fährt durch mit seinen Karten. Ja, wenn du so Platz machst, dann sage ich auch nicht nein. Hat er Angst bekommen. Sagt er, bevor ich wieder hier zuziehe und noch irgendwas anstelle. So, komm, komm, komm. Wir haben noch 2 Runden. Nee, nee, du machst jetzt keinen Konter. Hoffe ich mal. Oh, natürlich macht das. Nee, jetzt ziehst du aber nicht zu, ey Junge. Nee, nee, nee.
Ja, ich hätte eine Runde eher dann rein müssen. Aber ich wusste halt nicht, in welchem Zustand die Mediums sind, die ich da noch habe. Man muss aber erstmal wieder reinkommen hier. Das waren die Reifen aus dem Qualifying. Das heißt, sie haben ja nur eine schnelle Runde quasi drauf gehabt. Fastest lap of the race. We're leading our teammate by 1.8 seconds. Ja, eine Runde eher. Dann hätten wir vielleicht sogar noch aufs Podium fahren können. Vielleicht, die kämpfen da vorne ja noch. Kriegen wir vielleicht sogar noch unsere lucky Chance hier. Ja, eine Runde mehr, ey. Ja, ich hätte eine Runde früher rein müssen. Okay, das ist... ja, ist jetzt so, egal. Nächstes Mal sind wir auch schlauer. Ja, Giotto, Glückwunsch. Der Einzige, der die richtige Strategie gewählt hat. Aber trotzdem, das nehmen wir gerne mit. Vierter Platz. Sehr, sehr gut. Also dann, damit wären wir am Ende eines weiteren exzellenten Rennens angelangt. Also Davide, wie genau hat er sich heute vom Rest des Feldes absetzen können? Bei diesem Rennen und diesem Sieg ging es nur um eins, Beständigkeit. Jeder kann in der einen oder anderen Runde schnell sein, aber es ist etwas anderes, immer wieder in jeder Runde schnell zu fahren. Wenn man das schafft und sich die Fehler der anderen zunutze macht, während man selbst nicht zu viele Fehler begeht, geht es immer weiter nach vorn. Willkommen zur Siegerehrung der drei besten Fahrer des heutigen Tages. Was für eine großartige Leistung in diesem äußerst schwierigen Rennen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Mick Schumacher übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Ich glaube, das kann heute nur Luca Giotto sein. Immer voll bei der Sache. Ein paar tolle Überholmanöver und mir fällt niemand ein, der mich heute mehr begeistert hätte. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Prema hat die Führung in der Rangliste übernommen. In dieser Saison wird es noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es an die Spitze schafft. Ja, das... ey, sorry, dass ich da so komplett irgendwie desorientiert war. Aber wenn man halt damit rechnet, dass man so wie Giotto einfach keinen Stopp macht und dann irgendwie das alles sehr komisch verläuft, dann ja... ist es halt so. Nichtsdestotrotz haben wir am Ende, wie du siehst, ja, den perfekten Abschluss für das erste Rennwochenende. Wenn auch nur mit einem Pünktchen Führung, aber wir gehen tatsächlich als WM-Spitzenreiter ja, in das zweite Rennwochenende dann. Und das ist doch schon mal echt eine krasse Ausgangslage. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat dich unterhalten. Also gerade gegen Schluss, wo es dann irgendwie auch so klar war, okay, das ist jetzt Stand der Dinge.
Dann hat das schon mal richtig Bock gemacht und wir konnten ja nochmal richtig pushen. Man sieht es ja auch in unserer Rundenzeit und holen da auch nochmal diese Zusatz-2 Punkte. Also zweimal dieses Wochenende die Bonuspunkte gesnackt. Wenn man da jetzt auch aufs Gesamtergebnis geht, ja, sieht man das ja jetzt ja auch. Und das ist ja, ups, hier sind wir, 4 Punkte für die schnellste Runde. Also das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Ja, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Wie gesagt, gebt da gerne mal, wenn ihr selber die Formel 2 schon ausgecheckt habt, Feedback, ob das jetzt nur bei mir so komisch war oder das jetzt halt irgendwie gerade so ein vom System ausgerechnet so ein Zwiespalt war, machen wir doch einen Stop und dann, wie auch immer, weil Giotto, wie man sieht, hat es ja doch nicht gemacht. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie, ob da jetzt halt das Blitzqualifying, was wir machen, da irgendwie mit reingespielt hat, dass die Reifen da so cool sind, dass sie sagen, nee, das macht mehr Sinn oder keine Ahnung. Also das habe ich so in der 2019er Saison nicht erlebt, als wir die gefahren sind in F1 2019. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Nichtsdestotrotz, ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, auch wenn jetzt das große Spektakel jetzt am ersten Rennwochenende ein bisschen ausgeblieben ist, aber das soll sich ja langsam steigern. Wäre ja schlimm, wenn wir gleich mit dem krassesten Rennwochen ever beginnen und danach wird es dann irgendwie langweilig. Dann doch lieber jetzt Stück für Stück wird es vielleicht ein bisschen spannend. Hoffe ich auf jeden Fall, dass es definitiv unterhalten hat und dass du auf jeden Fall Bock bekommen hast auf mehr Formel 2 Action hier in dieser Mick Schumacher Karriere auf dem Weg zum Weltmeisterschaftstitel. Ich lasse dich jetzt hier am Ende nochmal mit den Highlights alleine und dann würde ich mich verabschieden und dich natürlich herzlich dazu einladen, dann auch in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Dort steht natürlich dann das nächste Hauptrennen an, gefolgt natürlich vom nächsten Sprintrennen und immer so weiter. Wir werden diese Saison jetzt noch 11 Haupt- und 11 Sprintrennen sehen. 24 Rennen sind es ja dann insgesamt, 2 aber haben wir davon abgehakt. Also jeweils ein Haupt-, ein Sprintrennen haben wir ja jetzt gesehen. Wunderbar, das soll es sein. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Ich bin raus und bis dann. Ciao.